Gleich ist es wieder 17 Uhr, dann gibt's TAF unter anderem mit diesen Themen. Das verraten wir Ihnen gleich, also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Bloß weg hier. Momentan fliehen Tausende von Touristen und Einwohner in Florida vor dem wohl schlimmsten Hurrikan aller Zeiten. Doch genau das gestaltet sich offenbar schwieriger als bisher angenommen. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Es ist endlich offiziell. Katie Holmes und Jamie Foxx sind ein Paar und die zeigen das auch ganz öffentlich. Ja, warum sie allerdings jahrelang aus ihrer Beziehung ein Geheimnis machen mussten, das verraten wir Ihnen jetzt. Uiuiui. Ja, beim Basketball jetzt mithalten können, ne? Eine 1 hat sie ja damals in der Schule, ne? Hat sie mir schon ein paar Mal erzählt hier. Wir versuchen immer danach, die Moderation in den Papierkorb zu werfen und ich treffe sie. Extrem, danke. Ja, schwach, muss man danke. Ehrlicherweise sagen. So, wir kommen mal zum Wahlkampf. Der ist ja in Deutschland im Moment im vollen Gange, aber so richtig Fahrt nimmt da noch immer nicht auf. Zumindest nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, da geht es nämlich sowas von ab, wie skurril da um wirklich jede Stimme geworben wird. Also wir verraten nur so viel. Die Politiker machen da einen auf Pizza, Boote oder Bodybuilder. So, es gibt ja Dinge, die benutzen wir alle. Jeden Tag kann man ja eigentlich so sagen, aber bei den wenigsten weiß man eigentlich, wie die heißen oder dass die überhaupt am Ende einen Namen haben. Ja, wissen Sie zum Beispiel, wie dieses Ding heißt beim Locher, wenn das ausgestanzte Konfetti da unten reinfällt? Also ich weiß nicht, wie das heißt. Weißt du, wie das heißt? Ich weiß noch gar nicht, wovon du redest, aber gucken wir uns mal an, dann wissen wir auch, wie das heißt am Ende. Ja. So machen wir es auch. Oder Dings da. Oder Dings da, das ist auch gut. Vor 2 Jahren haben sich Sabia Bularus und Raphael van der Vaart getrennt. Und obwohl die beiden nicht verheiratet waren, ist sie weiterhin in seiner Wohnung geblieben. Die Monatsmiete 9.000 Euro. Also. Nicht so schlecht, die Bude dann anscheinend. So, mittlerweile hat sie aber genau deshalb 60.000 Euro Mietschulden und muss raus aus dem Haus. Ist das aber gleichzeitig auch das Ende ihres Luxuslebens? Wir haben sie beim Auszug besucht. Sie sehen ungewöhnlich aus und darum werden sie in der Modeszene gerade richtig gefeiert. Die Rede ist von den beiden Albino-Zwillingen Lara und Mara und die feiern gerade einen Erfolg nach dem anderen. Ja, und wie die beiden mit ihrem Ruhm umgehen und wie sich auch ihr Leben verändert hat, wir haben sie in Sao Paulo besucht. So, und apropos Erfolg bei den Promis, da vergisst man ja gerne mal, dass das am Ende ja auch nur Menschen sind. Was? Ja, so sieht es nämlich aus und man erkennt es aber dann daran, wenn man sie im Stadion mal beobachtet, wenn sie ihre Lieblingsmannschaft anfeuern. Ja, heute startet nämlich die Football-Saison in Amerika und darum haben wir uns die prominenten Fans mal ganz genau angeschaut. Es gibt Nachwuchs in Hollywood, aber dieses Mal soll eine Leihmutter das Kind austragen. Um wen es sich handelt, hier ist der TAF Klatsch. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. So, und absolut hot ist auf jeden Fall das, was Sie heute gewinnen können. Der war nicht schlecht, ich weiß. Sie haben nämlich die Chance auf 30 mal ein iPhone SE. Ja, dafür müssen Sie uns nur anrufen unter der Nummer 013-797-788-788. Sie brauchen noch gar kein Kennwort und erfahren sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben. Also, Daumen sind gedrückt, mitmachen, viel Glück und bis gleich. Es geht um das iPhone da unten. So, willkommen zurück zu TAF Live aus München. Ex-Bundespolizist Nick Hein, der kümmert sich ja in dieser Woche bei uns um Problemjugendliche aus einer Einrichtung für schwer erziehbare Teenager. Ja, heute nimmt er seine Schützlinge mit ins Gefängnis und treibt sie bis an ihre Grenzen. Hier kommt letzte Chance Nick Hein. So, und heute bei unserem Gewinnspiel, da ist der Blick wirklich aufs Wesentliche gerichtet. Nicht etwa auf die Kartons, sondern auf dieses iPhone SE. Und davon können Sie nämlich 1 gewinnen. 30 Stück gibt es insgesamt. Ja, rufen Sie uns dafür an unter 013-797-788-788. Sie brauchen noch gar kein Kennwort und wir verraten Ihnen sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben. Also mitmachen, viel Glück und bis gleich. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück bei TAF. Der Sommer ist ja leider schon vorbei, aber wir können sagen, dass es dieses Mal 3 Megatrends gab. Und darunter ist ein T-Shirt, das wirklich die ganze Nation spaltet. Ja, welche Sommer-Hypes waren denn so richtig top und welche so eher flop? Hier sind die Antworten. Flop. Aber so Despacito, das war schon ein toller Hit. Keinen einzigen Trend mache ich mit, außer diesem T-Shirt und dieses T-Shirt. Und das habe ich ausgerechnet in der ersten Sendung bei TAF an. Ja, das meinte ich vorher so, boah, dieses T-Shirt, wer trägt das? Das trägt ja jeder. Und er direkt Ich hatte es an, voller Stolz hat in der ersten Sendung. Ja, ich meine, du kannst es ja auch tragen. Dir steht das natürlich das auch, ne? Genau das, was ich hier am Ende noch mal hören wollte. Ja, wir haben übrigens einen Tipp für Sie. So sieht es nämlich aus. Evil Jared Hasselhoff, der ist heute Abend mit seiner verrückten Wissensshow Evil Science auf ProSieben Max zu sehen. Ja, und wenn Sie den jetzt mal live sehen wollen, gehen Sie einfach auf die ProSieben Max Facebook-Seite und da ist der gerade live und zeigt, wie hart der wirklich ist. Wird bestimmt nicht langweilig, würde ich mal so sagen. Ja, der ist ein bisschen crazy, ich habe den ja mal kennengelernt. Also, Kotzi, wir Bahali, erzählen Gali und so. Naja, schönen Abend noch. Tschüss, ne? Bis morgen. Tschüss.